Hallo ihr. Kurzes Update zum Gartenvideo. Was gibt's Neues? Upsala. Die Pflanze, die ominöse, die ich nicht erkannt habe, es ist eine Ringelblume. Das blüht so wunderbar. Mal gucken, Ringelblumensalbe oder ähnliches wird da draus. Der Salat wächst vor sich hin. Beifuß habe ich jetzt mal ein bisschen geerntet. Hier wächst es. Auch hier sind Ringelblumen, die dort wachsen. Noch ein Kürbis, ein bisschen Salat. Und hier möchte ich euch noch ein Spielzeug vorstellen. So Spielzeug, Handwerkszeug, ein Knüpfstern. Den zeige ich euch auch gleich nochmal, was ich mit dem mache. Hier habe ich nochmal aufgeräumten Garten. Das ist eine Sonnenblume, die da kommt. Und das hier bin ich am Beinwell, wird immer noch größer. Da muss ich jetzt langsam mal das Grünzeug ernten. Vielleicht noch mal ein paar Wurzelteile ernten. Heute habe ich Löwenzahn. Habe ich heute geerntet hier raus. Löwenzahnwurzeln. Habe ich jetzt hier rausgemacht, damit der andere Kram ein bisschen wachsen kann. Kohlrabi, Bäumchen. Hier also Pflänzchen. Ich weiß immer nicht, ich hab's wieder vergessen, wie es heißt. Ist auf jeden Fall giftig, zu nichts nütze, außer dass die Schmetterlinge es sehr mögen und sehr gut blüht. Naja, lassen wir es wachsen. Mal gucken. Da sind ein paar Blüten bei den Zucchini. Na, gucken wir mal, was das wird. Gut, mal zum Knüpfstern. Hier ist es, das ist das Teil der Aktion mit meiner Wolle und so eine Schnur, so eine geknüpfte Schnur, kommt dann dabei raus und diese Schnur verwende ich hier, da sind Steine und Sand aus im Mittelmeer drin, Teelicht, und das hängt hier nachts, beleuchtet es den Gang, ein normales Teelicht hängt hier drin. Werde ich jetzt verschiedene Teelichter aufhängen, falls mal ein Stromausfall kommt, ihr wisst schon, warum ich das sage, ja, habe ich Teelichter, die alles beleuchten. Gut, Rundgang durchs Haus machen wir bei Gelegenheit auch mal, das ist mein Ahnenaltar. Respekt und Ehrfurcht, Dankbarkeit für die, die alle hier vorher gewohnt haben und hier dieses Haus aufgebaut und was gemacht haben. Und meine Souveränitätserklärung. Falls ich es noch nicht gesagt habe, dieses Haus befindet sich im Freistaat Lichtland. Hat also nichts mehr mit BRD zu tun, eigener Staat, Gründungsurkunde. Seitdem, wo ist es hier, nochmal öffentlich erklärt, 17.03.2013, geschehen und erklärt im Freistaat Lichtland. Freiherr Carsten Hill, Freiherr zu Lichtland, Freiheitserklärung vom 16.03.2013. Mit Freibürger des Freistaats Religionsgemeinschaft Lichtland, Freistaat Lichtland. Okay, macht's gut, Namaste.